Eieiei, ihr steht ja noch da drüben. Hey ho, meine Lieben. Heute mache ich, wie ich es angekündigt habe, mir meinen leckeren Hackbraten im Römertopf gefüllt mit Rosenkohl und Maronen. Also eine Rosenkohl-Maronenfüllung. Bisschen Bacon kommt auch noch mit rein. Und ja, wie gesagt, das Ganze im Römertopf. Titel stand jetzt unten drunter. Wir gehen jetzt rüber. Der Deckel ist schon im Wasserbad und auf in meine kleine, aber feine Küche. Attacke! Jo, dann wären wir bei der kleinen, aber feinen Übersicht. Heute ziehen wir mal wieder Handschuhe an, wegen Hackfleischkneten. Wo habe ich meinen Schäler? Da habe ich meinen Schäler noch. Brauche ich sonst noch was? Messer habe ich hier drüben. Kann man das sehen? Nein, die kann man gar nicht sehen. Oh Mann. Ja, das muss ich euch natürlich zeigen. Ich habe hier jetzt in dem Messerblock die komischen Günstigmesser bis aufs Brotmesser ausgetauscht. Habe meine AMC-Messer neu. Ein kleines fehlt noch. Da bin ich noch am Schleifen. Die anderen habe ich bis jetzt scharf gekriegt, einwandfrei. Und das zeige ich euch gleich am Schinken. Beziehungsweise Speck. Oder Bacon, wie ihr das auch nennen wollt. Hier haben wir den Rosenkohl mit den Maronen. Ich habe jetzt hier mal drei Kartoffeln her. Ich weiß nicht, vielleicht werden es auch bloß zwei. Zwiebel, bisschen Knoblauch. Ach, Kräutermischung. Komm, hauen wir gleich was rein. Dann kann ich das Zeug wieder in den Kühlschrank rein tun. Die Schüssel sieht man, jawohl. Da kommt bloß ein bisschen was rein. So, das reicht. Beziehungsweise ins Gefrierfach. Und den tun wir auch gleich was raus. Das kommt ja nachher dann gleich in den Hackbraten mit rein, wenn ich ihn geknetet habe und am Zusammenbasteln bin. Na, da hängt schon eine Marone dran. So, jetzt brauche ich noch ein paar Maronen. Wer es nicht weiß, Maronen sind diese Esskastanien. Und dieses Beutelchen ist dafür richtig optimal, weil das Zeug ja alles schon vorgegart ist. Also passt es wunderbar. Dann tue ich schnell das Zeug wieder in die Gefriere rein. Bei der Gelegenheit, da habe ich gerade eben gesehen, dass ich in der Gefriere noch Pilze drin habe, Pilzmischung. Und ja, ich denke, da werde ich später dann mir noch ein bisschen aus der Flüssigkeit, aus dem Römertopf, was sich bildet, und mit meinen Soßenpülverchen und ein paar Pilzen werde ich mir dann noch ein Söschen ziehen. Oh, geil. So, die Schwarte kommt weg. Und genauso schneiden sie alle jetzt meine Messer. Boah. Und der ist auch mal richtig geil. Aber sehr gut salzig. Gut, dass ich vorher probiert habe. Dann weiß ich, dass ich da etwas weniger Salz nachher rein tue ins Essen. Das ist übrigens ein Schinkenspeck. So ist es drauf gestanden. Den hatte ich von der Kochtopfhexe. Eine Scheibe Toastbrot, 400 Gramm Hackfleisch, Toastbrot mit ein bisschen Milch eingeweicht und klein gebröselt. Tja, und jetzt kloppe ich oder schneide ich das jetzt noch klein. Und dann kloppe ich auch noch ein Ei mit in die Masse rein. Und dann kann sie nämlich
noch ein bisschen nachgewürzt werden. Zwiebeln und Knoblauch kommen ja auch noch rein. Leute, ich schneide jetzt erst einmal das ganze Zeug klein und dann sehen wir uns wieder. Und alles soweit klein geschnippelt, und an den Paprika habe ich gerade eben noch gedacht, wo ich mir den Paprika geholt habe. Ja, und auch noch schnell klein geschnippelt. Ei, Knoblauch, Zwiebel, die halbe ist hier drin jetzt. Die andere liegt hier mit. Und jetzt haben wir hier einfach noch nach gut dünken noch ein bisschen Paprikapulver mit rein. Bisschen Pfeffer. Und ein klein bisschen Salz. Dann wird das Ganze schön verknetet. Und wenn es von der Konsistenz noch nicht gut ist, tue ich hier jetzt noch ein bisschen Paniermehl rein. Aber das sehe ich gleich nach dem Kneten. Also da kann definitiv noch Paniermehl rein. Boah, vom Geruch her könnte ich mich ja jetzt schon einlegen. So, dann teilen wir uns das Ding ungefähr in zwei Hälften. Mir hat gestern schon jemand geschrieben, das wird eine übergroße Frikadelle. Ja. Ja. Könnte er recht gehabt haben. Und jeder, der keinen Rosenkohl mag, der haut hier halt was anderes rein. So einfach ist es. So. Schneiden wir uns hier die Maronen, schneiden die noch ein bisschen kleiner. Leute, ich frage mich, warum ich mein Tomaten-Paprika mag und einen Senf da liegen habe, wenn ich den dann vergesse, mit in die Hackfleischmasse reinzutun. Oh, wollte ich eigentlich noch ein bisschen verfeinern. Könnte ich noch mit der anderen Hälfte machen. Oh, dann haben wir zwei Geschmacksrichtungen. Einmal Oberteil, einmal Unterteil. Das mache ich jetzt ganz einfach noch schnell. So. Da bin ich jetzt rigoros. Mhm. Einfach einen kleinen Sprut Senf noch mit dazu. Nochmal durchkneten. So, und da haben wir unser kleinen Hackbraten. Den tun wir hier jetzt platzieren. Und das Gemüse schmeiße ich jetzt hier einfach so mit rein. Gibt natürlich nachher auch Saft ab. Und nachher werde ich den Hackbraten ja einfach rausnehmen. Das ganze Gemüse raus. Und dann den Hackbraten einfach offen nochmal reinstellen. Wenn dann keine Brühe mehr drin rumschwimmt und, dass er dann auch noch ein bisschen Farbe kriegt. Aber jetzt schmeißen wir hier alles einfach mal ganz pauschal mit rein. Gut, man hätte jetzt den Hackbraten auch auf das Gemüse drauf tun können, was wahrscheinlich auch sinnvoller wäre. Michi, du bist der Depp manchmal. Halt, nicht runterfallen hier. Das haben wir, glaube ich, im letzten Video doch auch gemacht.
Mann, was soll der Käsekuchen? Und wisst ihr was? Ich habe noch einen Schluckerl Rotwein übrig. Jetzt nimmer. Weg ist es. Und dann den Deckel, 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 Deckel. Dann hauen wir es in den Ofen. So, Leute. Dann hauen wir das hier drauf. Bei 160 Grad schreien sie 160 Minuten. Sprich 2 Stunden 20. Ober- und Unterhitze. Wo haben wir den Schmarrn hier? Ich werde natürlich zwischendurch einmal reingucken, weil 2 Stunden 20 für einen Hackbraten ist eigentlich schon ein bisschen arg lange. Wir haben es jetzt 16.10 Uhr. 16.10 Uhr, 17.10 Uhr, sagen wir um 17.30 Uhr sowas. 17.30, 17.45 um den Dreh schaue ich ja mal rein und dann gucken wir, wie es aussieht und dann entscheide ich weiter. So machen wir das jetzt. Ja, und jetzt mache ich erstmal die kleine Schlachtfeldbereinigung. Bis nachher. Ja, aus! So Leute, 17.51 Uhr, ich schaue da jetzt ganz einfach mal kurz rein, auch wenn die Zeit, was angegeben ist, noch lange nicht erreicht ist, aber ich will es ganz einfach wissen, wie es da drin ausschaut. Ja. Erst einmal die Hände schützen. Oh, schaut gut aus. Sogar die Kartoffeln werden weich. Ja, da haben wir erst 67 Grad. Dann lasse ich ihn jetzt nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten so. Und dann machen wir ganz einfach nochmal auf. Aber ich glaube, da ist so viel Brühe drin. Da mache ich mir vielleicht gar kein Sößle extra dazu. Na, schauen wir mal. So sieht das Ganze jetzt um 18.12 Uhr aus. Ich nehme jetzt das Ding ganz kurz raus, gieße die Brühe unten doch noch in der Töpfchen rein und mache mal damit mein Pülferchen noch ein kleines Sößchen dazu. Ja, jetzt ohne viel Spirenzchen und Extras und gut ist. So, Oderle, der kommt wieder rein. Noch ein paar Minütchen und ja, ein bisschen was ist es geworden. Ja, und ein bisschen Pulver noch rein und gut ist. Also, und ein bisschen Wasser noch dazu kippen. Ich spüle mich da jetzt nicht großartig ab. Gemüse habe ich ja dabei und fertig. Ah ja, sieht doch gut aus. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Muss ich gerade hier drehen. Also ich würde sagen, das sieht mal richtig gut aus. Dann nehmen wir mal den Yoshi hier raus, legen den dahin, dass wir den sauber aufschneiden können. So. Gehen wir mal kurz darüber, den Ofen wieder zu. Oh Mann, hey. Die Paprika pulle ich hier unten raus. Die hat hier nichts zu suchen. Oh, heiß. Sieht doch schon mal ganz gut aus.
Aber was bringt uns das, wenn das Ding nur von außen gut aussieht? Das muss von innen genauso gut ausschauen. Und genau das macht es. Tja, ich würde mal sagen, dann packe ich mir fast den halben Hackbraten gleich mal auf meinen Teller. Und danach gibt's ein Probierele. Und sieht mein Teller hier nicht richtig gut aus? Leute, was soll ich dazu sagen? Mir gefällt richtig, richtig lecker gut. Wer kann da jetzt noch maulern? Also ich nicht. Und ja, jemand anders sowieso nicht. Ist nicht da, Gott sei Dank. Aber jetzt wird probiert. Ah, Aufnahme läuft noch. Gut. Schneide ich mir gleich mal was von dem Hackbraten hier weg. Schöner Knoblauchlastig. Mit Rosenkohl. Einwandfrei. Hey, die sind sogar noch ein bisschen bissfest, nicht einmal verkocht. Und meine Kartoffel hat sich verabschiedet, genauso wie die Paprika. Ich kann bloß sagen, hervorragend lecker. Richtig, richtig geil. Ich kann gleich gar nicht mehr aufhören. Also Leute, so ein Hackbraten, der muss ja nicht unbedingt im Römertopf gemacht werden, ist eine absolut geile Sache, so mit der Füllung auch, aber im Römertopf kann man eben noch die Beilagen gleich mit reinschmeißen und dann einfach bloß im Töpfle noch ein bisschen Sößle ziehen und ich kann euch sagen, die Soße schmeckt genauso wie früher. Gut. Richtig geil, richtig lecker. Ich lasse es mir schmecken. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen von mir. Küchenvideo, Römertopfvideo, aber lecker. Leute, wir sehen uns. Ich gehe rüber auf meine blaue Couch und zu Speisen. Göttlich Speisen. Geil. Das Tschaikowski habe ich doch glatt vergessen. Tschaikowski. Däumchen und Abo nicht vergessen.